Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar dieses Mal bei Valheim. Natürlich geht auch meine Satisfactory-Serie weiter, aber zwischendurch möchte ich auch ganz gerne mal Valheim spielen. Es ist Tag 44. Ich bin nach wie vor noch auf der Insel, habe das Haus aber wieder abgerissen und habe stattdessen ein ziemlich großes Rundhaus gebaut. Das zeige ich dir jetzt. Was liegt denn da draußen noch alles rum? Das zeige ich dir jetzt auch mal. Wie gesagt, die Sonne geht gerade auf. Da ist noch Kohle und ich glaube Zinn oder was habe ich produziert. So schaut mein Häuschen jetzt aus. Wir gehen gleich auch mal rein. Immer wieder schön, wenn die Sonne aufgeht. Da drüben war meine kleine Bude, die ich zwischendurch genutzt hatte, um schlafen zu können und so weiter. Hier ist auch Kernholz verarbeitet. Das siehst du hier, ne? An den Zwischenspalten sozusagen. Überall ist Kernholz, um das Ganze so hoch zu bekommen und zu stabilisieren. Ist das nicht schön? Das reizt mich ja schon immer. Dann steht hier eine Werkbank. Hier rechts. Und da hinten steht eine Werkbank und eben die in der Mitte. Normalerweise sollten hier jetzt auf diesem Gelände, auf dieser Insel, keine Gegner mehr spawnen. Da hinten habe ich noch viel mehr abgeholzt, als ich sowieso schon hatte, um das hier hinzubekommen. Jetzt siehst du es gerade, ne? Ist halt 3 Etagen hoch und zwar immer 2 Etagen insgesamt. Und ich musste das Kernholz nehmen. Das bekommst du ja aus dem Schwarzwald von den Tannen. Das spawnt ja dann zwischendurch auch mal Kernholz, um dieses verschachtelte Dach hinzubekommen. Ich guck mal gerade. Ich habe, glaube ich, auch gar kein Holz mehr. Wir müssten auch einmal rüber und Holz holen. Das machen wir mal eben. Bisschen Platz habe ich ja. Wir gehen mal einmal rüber. Ich habe mir auch verschiedene Bronzesachen jetzt schon bauen können. Das war kein Thema mehr. Die Bronzeaxt zum Beispiel, die Bronzespitzhacke. Ich habe jetzt auch ein Bronzeschwert. Denn die Materialien habe ich halt drüben aus dem Düsterwald geholt. Wir können ja auch mal rübergehen. Und auch da ein bisschen Holz holen. Nahrung habe ich noch ein bisschen. Ist ja hier alles relativ einfach zu beschaffen. Wir kümmern uns mal um ein paar Tannen. Ja, ihr habt ja jetzt nichts mehr gegen mich auszurichten. Außer ich treffe auf einen Troll. Damit ist ja nach wie vor noch nicht zu spaßen. Finde ich auch nicht mit Bronze. Einen Troll habe ich zwischenzeitlich mal erledigt. Metkocher. Okay, danke schön. So, wo geht's denn los mit den Tannen? Da unten stehen die Gremlings da rum. Ah, ich muss doch wieder tiefer rein, ne? Aber ich gehe mal hier hoch. Ich habe keinen Bock, auf die anderen Viecher zu stoßen. Das brauche ich jetzt nicht so. Hier geht's los mit den Tannen. Und hier unten rechts, ein bisschen weiter geradeaus, unten rechts ist ja auch der Troll. Deswegen versuche ich da immer außen rum zu gehen. Und da jetzt nicht unbedingt mich mit dem anlegen zu müssen. Ich war auch noch nicht in der Trollhöhle tatsächlich. Wo bist du? Junge. Grauzwerg Gremlin. Gremlin Grauzwerg. Lass mich doch in Ruhe. Kommt schon wieder einer. Wo ist er? Also hier ist ja echt eine Menge los. Also das ist so. Man hat sehr viel damit zu tun, hier immer sich den Ärger vom Hals zu halten. Junge, ich möchte gerne fürs Let's Play eine Tanne einfach nur abholzen. Ey. Ich wüsste nicht, dass hier ein Spawnpunkt in der Nähe ist. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Die sind vielleicht sauer, dass sie nicht auf meine Insel können. So, Grauzwergenauge. Darf ich jetzt mal die Tanne verarbeiten hier? So. War da jetzt ein bisschen Holz? Holz? Gar kein Kernholz. Okay. Nehmen wir noch eine mit.
Eigentlich müsste man den Troll auch sehen. Ich könnte auch ein bisschen Bronze mitnehmen. Habe ich kein Schild? Warte mal kurz. Doch, ich setze mal das Schild auf die 2. Hier ist nämlich... Ist der gerade nicht da? Guck, hier habe ich schon ein bisschen abgebaut. Dann bauen wir hier noch ein bisschen Kupfer ab. Ich sage immer direkt Bronze. Solange mich hier jetzt keiner stört. Ja, ist klar, dass ich jetzt wieder zu viel trage. Weg damit. Weg damit. Da irgendwo da hinten ist der, glaube ich. Ich sehe ihn aber im Moment auch nicht. Der wird ja leider relativ schnell aufmerksam. Da ist schon wieder ein Gremlin. Leute, lasst mich doch hier meinen Kupfer abbauen. Aber ich bin scheinbar hier hinter dem Felsen außer Sichtweite. Dann lassen wir die Mauer da auch erstmal stehen. Ah. Die Augen brauche ich jetzt nicht. Die Kohle. Nur 4, ne? Das ist so wenig dann. Bronzener Faustschild. Das wegschmeißen. 305. Das Harz. Ja, eigentlich braucht man immer alles, ne? Es ist eine Qual, wirklich. Mit Steuerung. Ne. Ah, komm, schmeiß ich das Harz noch weg. Hast mich doch gesehen, ja? Ja. Ich muss mir einen Karren machen. Und wir müssen mit dem Karren zurückkommen. Ich wollte euch ja das Haus zeigen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich muss mir auf jeden Fall einen Karren bauen und hierher zurückkommen, um noch mehr Bronze abzubauen. Das ist immer, man ist immer viel zu schnell voll, finde ich. So. Ach, lass mich doch. Sieht doch schön aus. Oben habe ich ein bisschen Frischluft eingebaut. Sprich, einfach so einen kleinen Säulen gebaut. Dann schmeißen wir die 9 Holz noch weg. Dann können wir uns das Wildschwein noch schnappen. Na, der rennt jetzt weg. Zu spät, den Bogen zu zücken. Moinsen. So. Dann einmal rüber, dann zeige ich euch das. Einmal hier bitte über meinen indirekten Zugang. So. Also. Ich habe es noch nicht großartig dekoriert, nur das Wichtigste. Ich habe jetzt hier drüben meine Schmiede stehen, eine kleine Kiste dazu für die wichtigsten Sachen. Ah ne, die kann ich draußen verarbeiten direkt. Ein bisschen Bronze und Zinn habe ich noch. Dann hier ein ganz kleines Lager, auch nichts Besonderes. Hier nochmal eine Kiste. Hier, wie gesagt, einfach so ein paar Sachen verteilt. Ich weiß gar nicht, wo habe ich Holz? Da hatte ich auch noch was. Das sind die Ergebnisse vom Troll. Fell. Bisschen grob sortiert zumindest alles. Gold bzw. Schmuck, was ich finde. Hier habe ich das normale Holz. Ja, und der Rest ist sogar noch offen. So viel ist hier jetzt auch noch nicht angekommen. Dann habe ich hier noch mein Restholz und habe hier, das war noch übrig hier von der Waldabholzung da an der Lichtung. Und habe hier noch das ganze Zinn und Kohle und so weiter. Und hier habe ich auch nochmal
Holz, Kohle. Und hier ist, glaube ich, nichts drin. So, gehen wir mal einmal hoch. Beziehungsweise ich könnte einmal das Kupfer schon bearbeiten. Ist hier noch was drin? So, viermal Kupfererz. Kohle habe ich erstmal genug. Gehen wir mal eine Etage höher. Ich habe die Durchgänge hier immer relativ eng und klein gebaut. Hauptsache, man kommt gerade so durch. Und ich habe die meisten Böden hier gerade gebaut. Nur der erste Boden, das erste Bodenelement ist an der runden Wand angepasst. Der Rest ist dann so gerade wie möglich. So gestalte ich das, ne? Du kommst hier gerade so durch. Dann habe ich durchgehend nach oben den Kamin gebaut. Auch hier ist in der Mitte Kernholz zur Abstützung. Und dann hier zieht sich das Kernholz eben am Rand nach oben, ne? Hier ist jetzt natürlich noch gar nichts eingerichtet. Aber ihr wisst ja, das wird die Hauptbase und hier wird sehr viel noch passieren im Laufe der Zeit. So, und dann sind wir einmal oben, können hier die Aussicht genießen und können uns hier oben umschauen. Hier habe ich es dann ganz offen gelassen, hier musste der Kamin nicht weiter hochgebaut werden. Könnte man noch machen, muss ich eigentlich was reparieren. Warte, eben wechseln auf den Hammer. Nee, das ist alles stabil. Und du siehst, es ist komplett noch grün. Ganz oben wird es dann hier stellenweise rot, obwohl das auch noch das Kernholz ist. Das ist eben wirklich die Maximalhöhe, ne? Noch höher könnte man jetzt nur bauen, wenn man später die Eisenpfosten hat. Die verstärken das Ganze. Hier ist es noch grün und dann fängt es an, gelb zu werden, ne? Ja, aber ist doch optimal. Schön viel Platz, schön für die Möglichkeiten, hier noch alles unterzubringen. Da habe ich teilweise Mist gebaut, wie man sieht. Naja, aber es ist dicht soweit. Was ich jetzt noch ganz gerne machen würde, ist... Jetzt habe ich wieder kein Holz. Ich hole nochmal eben Holz. Hier oben noch so einen kleinen Rundgang. Das fände ich ganz schön, dass man raus kann. Wie so einen kleinen Balkon quasi. Hier bei der Truhe war auch Holz noch, ne? War hier. Nee. Wo hatte ich das denn jetzt? Da. So, gehen wir nochmal einmal hoch. Wir können jetzt natürlich alles Mögliche schon an der Schmiede herstellen. Wie gesagt, jetzt hier die Bronze-Rüstung ist erstmal das Wichtigste gewesen, finde ich jetzt für mich. Schauen wir mal eben, wenn ich den jetzt wegnehme hier. Müsste ich doch einfach passend an das Äußere. Ah, jetzt will er das wieder nicht, ne? Ja, das finde ich auch schade, dass das so überlappt. Warum rastet es jetzt nicht einfach ein an der richtigen Stelle, ne? Dass man hier jetzt von außen das dran setzen muss, das finde ich echt nicht gut. Dass ich jetzt das so umständlich machen muss, den wieder weg. Und jetzt kann ich den dran setzen, ne? So. Quasi jetzt diese Geschichte hier. Einfach damit wir einen kleinen Balkon haben. Die Ecken hier, die Lücken mache ich später zu noch. Den müssten wir dann natürlich auch mit dem Dach noch mal ein bisschen abdichten. Oder man macht es sogar eins tiefer. Weil wir hier schon sehr hoch sind, ne? Der ist ja dann nicht geschützt. Dann müsste ich... Fürs Dach reicht das Flache. Das Ganze so machen. Okay, das kommt aber hin. Das kommt schon hin. Ziehen wir das einmal durch. Also man kann hier drüber laufen. Man fällt auch, glaube ich, nicht durch diese
durch diese Ritze hier. Das müsste funktionieren eigentlich. Finde ich ganz gut. So kann ich von oben auch ein bisschen abwehren. Und dann haben wir erstmal hier die grundsätzliche Basis. Und ich habe ja hier auf dem... Oh, fehlende Voraussetzung. Kein Holz. Und ich habe ja hier grundsätzlich auch noch genug Platz, um noch andere Gebäude zu bauen. Ansonsten erweitern wir die Insel noch ein bisschen. Einmal noch wieder Holz holen. Oh, der Wald bewegt sich. Das ist ja nice, dann seht ihr das auch mal. Also normalerweise dürften die Gegner jetzt nicht hochkommen. Da ist die Bronze. Die werfen zwar mit Steinen, die können auch hier die Steine gegen diese Sachen hier werfen, weil die am Rand sind. Die reißen da auch unten ein bisschen ab, aber das kann man der Rückzug wieder neu bauen. Ist ja kein Problem. Muss man was essen. Nehmen wir mal den Bogen. Das ist eben noch ein bisschen unschön, ne? Da würde ich mir wirklich eine Zugbrücke oder so wünschen. Junge, du bist aber ganz schön zäh. So, wir können noch mal einmal runtergehen. Mal gucken, inwiefern ich gegen die ankomme. Testen wir einfach mal aus. Oh, Junge. Hey. Ich bin dran. Diese Meute ist kein Problem. Aber der große ist ein kleineres Problem. Obwohl... Ah, der Gifttyp hier. Der Rest mit der Faust. So. Haben wir das auch erledigt? Also die sind jetzt kein Problem mehr. Vor allen Dingen mit der Bronzerüstung jetzt funktioniert das ganz gut. Und es kommt niemand hoch. Einmal reparieren. Nein. Ach Quatsch. So, meine Güte. Hammer kaputt. Nehmen wir den.
So, alles wieder in Ordnung. Solange hier noch kein Troll vorbeikommt, ich bin gespannt, was dann passiert. Die können natürlich hier wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass sie hochkommen, aber naja. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Bleibt trotzdem spannend insgesamt. So, dann lass uns mal hier ein bisschen mehr dicht machen. Ich kann, glaube ich, noch keine Deckenbeleuchtung herstellen, oder? Und den Hammer eben weg. So. Im Moment fehlt mir die Bronze. Ich habe ja noch ein bisschen hergestellt. Warte mal, ging das über Möbel auf 2 auch? Auf Junge, was mache ich denn? Ich habe hier eine andere Steuerung zum Teil. Ich spiele an unterschiedlichen Rechnern. Deswegen vertue ich mich jetzt hier zwischendurch immer. Mit der rechten Maustaste komme ich hier ins Baumenü. Und bei meinem anderen Rechner ist das anders gelöst. So, rechte Maustaste, Möbel. Die hier wollte ich eigentlich. 2 Kupfer. Den wieder raus. Ende-Taste. Kupfer, habe ich noch Kupfer? So, nehmen wir das einmal auf. Ja, ich trage zu viel, ist mir schon klar. So, Bronze kommt weg. Ich brauche Kupfer. Damit wir es hier ein bisschen wohnlicher wenigstens mal haben. Rechte Maustaste. So. Wo setze ich die denn hin? Einfach mal eins genau über die Tür. Und wie hoch? Oder setze ich die hier tiefer? Das erscheint mir ein bisschen hoch, ne? Genau hier zwischen vielleicht. Warte mal, das sind diese Dreier. Das ist jetzt nicht so schlecht. Es ist zwar hinter den Balken, das finde ich immer nicht so schön. Aber gleichzeitig sind die Balken natürlich dann ein Hinweis darauf, wo man es gut platzieren kann. Mal einen hier, immer in dieser Dreier. Das kommt doch ganz gut. Einmal drehen. Und dann quasi einmal so, dass die Spitze verschwindet. Genau in der Mitte. Ist doch gar nicht so schlecht. Könnte man jetzt bei jedem Dreier setzen? Fehlende Voraussetzung. Fehlen mir wieder 2 Kupfer. Okay, aber ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr meinen Rundbau hier findet. Wie gesagt, es kommt noch Deko rein. Es kommt alles Mögliche noch rein, was jetzt mit der Zeit halt hergestellt werden kann. Ich kann ja jetzt auch hier, wenn ich das Kernholz wieder habe, Tische bauen, Stühle. Und ich kann auch die ersten Banner bauen und so weiter. Das kommt alles. Ich werde auch Gegenstände und Materialien im Off sammeln. Da möchte ich jetzt die Let's Plays nicht unbedingt für benutzen. Und dann konzentrieren wir uns natürlich weiter rauszukommen. Ich zeige euch nochmal kurz die Map. Tag 15 bin ich einmal gestorben auch. Die Wildschweininsel können wir mal besuchen. Hier habe ich markiert Mini-Düsterwald. Eiktür haben wir ja besiegt. Als nächstes wäre dann der Uralte dran hier unten. Und da überlege ich, ob ich das den auf normal bekämpfe oder ich sag mal in clever. Man kann ja immer die verschiedenen Sachen aushebeln. Bei ihm habe ich, glaube ich, in Erinnerung, dass man sich ganz gut unter seinen Tempel buddeln kann. Der hat so einen Tempel und man kann sich unten drunter buddeln und geht dann immer rein und raus und unten drunter kann er einem nicht viel tun zum Beispiel. Ja, dann natürlich später ins Gebirge.
Also mein Fokus liegt nach wie vor auf dem Bauen, aber ich werde natürlich das ganz normale Spiel auch weiterhin verfolgen. So viel Licht bringen die gar nicht, ne? Lass mal einmal vergleichen, was eine Standfackel bringt. Im Vergleich. Metkocher. Fermentierer könnte ich auch schon bauen. Dafür brauchen wir Edelholz und Bronze. Also jetzt geht es natürlich auch los mit den schwierigeren und besseren Materialien. Der besseren Ausrüstung generell. Was haben wir noch? Schmiede, Kühlvorrichtung. Schmiede können wir auch schon verbessern. Wir brauchen für alles jetzt Bronze. Schmiede, Amboss. Das könnten wir eigentlich noch machen. Wir haben zwei Bronze habe ich noch, ne, drüben. Das machen wir mal eben. Wir bauen noch den Amboss. Und gucken dann mal, was wir in der Schmiede als nächstes herstellen können. So. Und wenn wir hier einfach die Standfackeln mal einmal hinstellen. Wie viel Licht bringt ihr? Das mache ich übrigens immer so, dass ich hier Kante an Kante gehe. Ja, es ist alles nicht so besonders. Ich hatte das irgendwie heller in Erinnerung tatsächlich. Vor allen Dingen diese Kupfer- oder Bronze-Wandgeschichten, die hatte ich viel heller in Erinnerung, als sie tatsächlich sind. Fehlende Voraussetzung. Keine Werkbank? Oh. Okay, dann müssen wir hier eine hinsetzen, weil dann ist hier eine kleine Lücke offensichtlich. Das wäre schlecht. Wo die auch noch spawnen könnten, ne? Dann setze ich hier einfach auch noch eine Werkbank rein. Setzen wir die hier, damit die Insel abgedeckt ist. Okay. Dann sollte das jetzt hier kein Problem sein. Dann geht es auch ein bisschen mit ins Wasser. Okay. Gut. Können wir hier auch noch eine hinstellen, wenn schon, denn schon. So, dann haben wir ja auch alles komplett beleuchtet. Erstmal auf die Art und Weise. Hier habe ich das Dach auch ein bisschen höher gebaut, ne? Also mit den unterschiedlichen Winkeln gearbeitet. Erstmal hier die Dächer mit dem spitzen Winkel, dann die mit dem flachen Winkel und dann das Ganze komplett geschlossen. Ja. So, dann bauen wir mal noch eben den Amboss. Das mit der Treppe ist noch ein bisschen ungünstig. Das gefällt mir noch nicht so. Hier hätte ich ja auch ganz gerne eigentlich eine Beleuchtung, ne? Schauen wir mal, was wir noch bekommen, wenn wir jetzt den Amboss bauen. So, ich stelle dich direkt daneben. Steht da schon was? Nein. So. Schmiedestufe 2. Das war's. Keine anderen Rezepte? Okay. Schade. Ging es jetzt nur um die Stufe 2? Keine anderen Rezepte. Es ging jetzt nur ums Aufwerten, ne? Du brauchst halt Material ohne Ende. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Schwert aufwerten möchte, brauche ich schon wieder 4 Bronze. Und das jetzt alles zu sammeln, wie gesagt, das mache ich dann auch ganz gerne mal im Off. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir bitte sehr gerne in die Kommentare, ob euch das Ganze so gefällt, was ich hier gebaut habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jetzt folgt noch der Abspann. Bis dann. Ciao, ciao.